Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ich habe hier einen oben stehen von der Nachtwache. Game of Thrones, genau. Die einzigste Abfüllung, die pechschwarz ist. Und meine Frau, die eben Game of Thrones guckt, sagte mir, die Leute von der Nachtwache werden auch wohl immer so dunkel gekleidet. Da ergibt das Ganze ja ein bisschen Sinn. Wir haben hier auch kein Wappentier. Hier steht deren Leitspruch. Den hat sie mir hier aufgeschrieben. Mal gucken, ob wir den gleich noch vorlesen, wie ich Lust habe. Diese Nachtwache bewacht eine Mauer, die in diesem imaginären Land, Kontinent, Welt die Zivilisierten von den wilden Untoten, von irgendwelchen Riesen, hat sie mir erzählt, trennt. Diese Mauer, die hat dann selber noch ein bisschen im Internet geguckt. Wenn jetzt hier Game of Thrones Nerds zuschauen, verbessert mich gerne. Sie schrieb hierhin 8000 Jahre altes Bauwerk, 700 Fuß hoch, 300 Meilen lang. Das ist ja schon was. Und diese Leute von der Nachtwache, das wäre eine Bruderschaft, die dann auch diesen Eid wohl leisten. Ja, und sie sagte mir aber, irgendwie hat mich so ein bisschen an die französische Fremdenlegion erinnert. Ich glaube, jetzt tue ich der französischen Fremdenlegion ein bisschen Unrecht. Sie sprach eben, dass da Leute eben auch unter Zwang hingehen, damit sie keine Gefängnisstrafe und so antreten müssen. Ja, das war dann meine Assoziation. Wie sind sie jetzt dazu gekommen, sich einen Oben Single Malt dazu auszusuchen? Oben liegt an der Westküste Schottlands. Und jetzt hat man auf der einen Seite gen Osten die Highlands, eine Whisky-Region. Und zur anderen Seite sozusagen die Inseln, die vorgelagerten, wo wirklich auch noch einige Brennereien zu finden sind. Und so sagen sie praktisch, dass oben auch zwischen dem einen und dem anderen liegt. Jetzt weiß ich aber nicht, ob sie damit sagen wollen, dass auf den Inseln die Untoten leben oder ob die in den Highlands laut. Ja, Diageo ist der Großkonzern, der hier hinter steckt. Ob die meinen, dass da die Untoten leben. Aber so in der Art führen die das herbei. Ich habe hier eine wortwörtliche Übersetzung, was hinten auf der Flasche steht. Unter der steilen Klippe, die die Bucht in der Grenze zwischen den westlichen Highlands und den Inseln überblickt, trennt oben Land und Meer. Also oben ist auch eine Stadt, nicht nur eine Brennerei. Das Meer, genau wie das schwarze Schloss zwischen Westeros und dem, was sich hinter der Mauer befindet. Ja, so war bestimmt sehr kompliziert, bis irgendein Marketing-Heini auf die Idee gekommen ist. Kann ich mir vorstellen. Haben wir hier denn noch was zum Whisky? Der Reichtum dieser Flüssigkeit wird durch eine holzig-würzige Trockenheit ausgeglichen, die Nachtwache selbst in den kältesten Nächten ungehindert warm halten kann. Ja, wissen wir ja alle, dass Alkohol das Falsche ist, um sich warm zu halten, aber nun gut. Die Abfüllung trägt kein Alter, ist gefärbt, 43 Volumenprozent. 43 finde ich ja noch halbwegs gut, besser als die 40-prozentigen Abfüllungen. Gefärbt ist schon mal schlecht. Und dann noch der Oberknaller, 75 Euro für einen Malt, der kein Alter trägt, ist eine Hausnummer. Es gibt genug Malts, die kein Alter tragen und so teuer sind. Die sind dann oft in Fassstärke abgefüllt oder es ist eine ganz besondere Fassauswahl bekannt, über die Werbung gemacht wird. Hier wird ja praktisch die Flasche darüber verkauft, dass Game of Thrones draufsteht. Und als Whisky-Freund hat man dann natürlich Angst, dass das Produkt da drin vielleicht nicht den gleichen Stellenwert oder Beachtung, dass dem nicht die gleiche Beachtung geschenkt wurde wie dem ganzen Drum und Drumrum. Wenn die als Sammelflasche irgendwo im Schrank landet, ist jetzt aber die Sache, so ein Whisky wird generell ja nicht schlecht. Man kann ein bisschen blöd lagern, aber generell wird er nicht schlecht, besonders wenn er zu ist. Sprich, den kann man auch noch in 10 Jahren trinken. Und wenn dann mal der ganze Game of Thrones Hype vorbei ist, macht das ja vielleicht mal einer, dann wäre er enttäuscht,
wenn an dem Mord gespart wurde. Deshalb hoffe ich nicht, dass sie das gemacht haben. 75 Euro, wie gesagt, ist schon, kriegt man eine Menge sehr, sehr guter Malls für. Ich wüsste sofort, wenn ich mich eben anhand von einem Flaschenäußeren beeinflussen lassen müsste, von den Infos, die draufstehen, könnte ich auch sofort 20 Abfüllungen nennen, die ich ergreifen würde, weil ich einfach aus den Texten halbwegs schließen kann, was drin ist. Und das kann ich hier nicht. Die haben auch noch einen Leitspruch. Hat sie mir den aufgeschrieben? Da steht er ja nur auf Englisch. Dann sage ich es euch so. I'm the sword in the darkness. Ich bin das Schwert in der Dunkelheit, würde ich es jetzt so übersetzen. Genau, ich habe meine Frau dann immer noch gefragt, was sie von den einzelnen Häusern, die auf den anderen Abfüllungen und hier von der Nachtwache, also Abfüllung draufsteht, was sie davon hält. Ich mag die Nachtwache nicht so besonders, auch wenn sie eine wichtige Aufgabe in Westeros hat. Die Tatsache, dass in ganz Westeros Verbrecher und Kriminelle eingesammelt werden, damit diese das Schwarz... Ich glaube, dass die dann eben in die Nachtwache eintreten müssen, finde ich blöd und macht die Nachtwache zu einem Haufen Trottel, die nicht viel drauf haben. Und sowas soll ein Land schützen? Oder ist sie wohl sauer gewesen, ne? Hört meine Worte und bezeugt mein Eid. Ach, den lese ich jetzt nicht vor. Ich will den Whisky trinken. Oben ist leicht rauchig. Tue ich mich wirklich schon? Da musste ich die Speicherkarte wechseln. Oben ist leicht rauchig und ich tue mich oft schwer, diesen Rauch zum Beispiel im Blind Tasting zu finden. Also es ist schon in meinen Augen sehr, sehr wenig. Dadurch, dass er an der Küste liegt, am Meer liegt, werden ihm auch so leicht maritime Eigenschaften nachgesprochen, nachgesagt. Und wir schauen jetzt mal. Flasche fällt eben total auf den Rahmen. Hier habe ich auch nochmal diesen Leitspruch drauf. Es ist billiges Plastik, was hier drumherum gezogen wurde. Hier hinten sieht man es gerade an diesen... Ja, da ist so ein Ding für die Maschinen, wo die Flasche dann genau ausgerichtet ist, dass man das Etikett gerade kleben kann, sondern so ein Huckel im Glas, der ist hier überspannt. Okay. Ich meine, die Farbe von einem gefärbten Whisky will man eh nicht sehen. Sage ich jetzt mal so hart. Hier schreiben sie dabei Bay Reserve. Gut, sehr wahrscheinlich beziehen sie sich auf die Bucht. Ich hatte hier auch schon eine Abfüllung, die hieß Gold Reserve. Und das ist schon, finde ich, irgendwie ein bisschen hart, wenn man weiß, dass dieser Malt gefärbt wurde. Ich kann den so dunkel färben, wie ich will. Dann kann ich den natürlich Gold Reserve nennen, selbst wenn das Originalprodukt vielleicht gar nicht golden aussah. So. Hier wenigstens noch schön hin. Okay. Es gibt einen 14-jährigen oben, das ist deren Standardabfüllung. Ich glaube, dann gibt es da noch so eine Port-Abfüllung. Die heißt, meine ich, auch irgendwas mit Bay, oder? Trägt auch kein Alter. Und sonst, ich glaube, es gibt noch ab und zu mal einen älteren. Das sind dann aber wirklich Sondergeschichten. Viel gibt's da nicht. Ich habe jetzt schon viele hiervon probiert. Geht wirklich Richtung Talisca von der Isle of Skye. Hat auch eine maritime Note. Man muss einfach mal ein paar Malls gerochen haben. Ein paar Highlander, ein paar Speyside. Eben von der Küste. Ja, sonst ein Rauch. Suche ich hier wieder vergebens. Ne, beim besten Willen nicht. Also ich jetzt nicht. Aber ich tue mich damit oft schwer. Ich
Ich behaupte aber mal, dass er einen Sherry-Einfluss hat. Ich habe eine schöne, nussige Note, muss ich wirklich sagen. Gehen Sie denn auf... Ab und zu schreiben Sie so ein paar Sachen dazu. Der Reichtum dieser Flüssigkeit wird durch eine holzig-würzige Trockenheit ausgeglichen. Ach ja, das hatten wir eben schon gelesen, aber das war auch das Einzigste. Ja gut, Holz werden wir gleich am Gaumen spüren. Also ich habe hier eher noch eine Birne drin von Früchten her. Da wird es dann wieder so ein bisschen heller. Also richtig sherry-tönig, schwer, dunkle Früchte. Nee, also ich glaube auch wieder großer Teil Ex-Bourbon-Fässer. Vielleicht ein bisschen Sherry-Beimischung. Eine maritime Note. Wie gesagt, Rauch fehlt mir. Nussig. Birne leichte. Dann leichte Grundsüße. Kriege ja sogar ein bisschen Speichelfluss. Also leicht trocken. Vielleicht vorne am Zahnfleisch ein bisschen. Also hinkriege ich ja wirklich ein bisschen Speichelfluss. Hat eine schöne, finde ich noch nicht mal zartbitter, so fast Vollmilchschokolade und dann mit Nuss drin. Generell von der Nase her jetzt auch nichts Überwältigendes. Also 75 Euro, mein lieber Herr Caballo, also ist komplett akzeptabel, alles super. Wenn mir einer sagt, hier 35 Euro habe ich bezahlt, kein Thema. 39 Euro, auch okay. Aber 75 Er ist eben recht diffus, recht schwammig, recht belanglos. So, ich nehme noch mal den Mund. Den Abgang finde ich gut, muss ich wirklich sagen. Aber vorher passiert nichts Sensationelles. Ich kann euch nicht wirklich eine Frucht nennen. Es ist irgendwie so ein bisschen... Ich weiß es noch nicht mal. Es ist so ein bisschen Vanille, so ein bisschen Zitrus. Bisschen malzig. Er trägt ja auch kein Alter. Im Abgang, am Schluss, jetzt... kommt auch die Jugend wirklich durch. Ich finde den Abgang ganz in Ordnung. Man hat sich ja mittlerweile an diese Dinger ohne Altersangabe gewöhnt. Oh, ja. Ihr merkt schon, werde ich kein großer Freund von, gerade aufgrund des Preises. Wenn jetzt mir einer sagen würde, das Ding ist jetzt ganz neu und kostet, wie gesagt, 35 Euro, hätte ich überhaupt gar kein Problem damit. Aber so, für das Geld gibt es tolle andere Originalabfüllungen von anderen Brennereien und von unabhängigen Abfüllern gibt es wirklich Einzelfassabfüllungen. Selbst wenn ich über die manchmal schimpfe, dass sie alle so auswechselbar sind, oft nur 9 oder 10 Jahre, dann sind sie bestimmt älter als er hier. Fassstärke, Fassangaben dabei, das kriege ich dafür alles für 75 Euro. Klar, wenn ich diese Serie jetzt hier sammle, also ich denke, dass dieser exorbitante Preis vor allem
Game of Thrones geschuldet ist. Ich hatte schon ein paar andere Abfüllungen. Bei manchen war das nicht so extrem. Da betrug der Unterschied, weil es dieselbe Abfüllung auch in der, oder was heißt, bei einer war das, da war der Unterschied 10, 15 Euro, fand ich in Ordnung. Hast du eben diese Lizenzgebühren für das ganze Game of Thrones Marketingzeug da drauf. Könntest du sonst auch die normale Abfüllung kaufen. Diese hier offiziell, es wird generell nichts zugesagt, ob das eine Eigenkreation ist oder wo sie die ausgegraben haben. Bleiben wir dabei. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.